Herzlich willkommen zur nächsten Folge Verwaltungsrecht AT. Wir haben in den letzten Folgen besprochen, wann ein Verwaltungsakt unrechtmäßig und somit rechtswidrig ist. Und heute geht es weiter mit den Folgen der Rechtswidrigkeit. Ich habe hier zunächst nochmal aufgeschrieben, dass ein rechtswidriger Verwaltungsakt nicht auch gleichzeitig eine Nichtigkeit mit sich zieht. Was war der Unterschied zwischen rechtswidrigem und nichtigen Verwaltungsakt? Der rechtswidrige Verwaltungsakt ist grundsätzlich noch wirksam, kann dann natürlich angefochten werden, per Anfechtungsklage beispielsweise. Der nichtige Verwaltungsakt ist grundsätzlich unwirksam. Also er ist gar nicht mehr wirksam. Das ist der Unterschied zwischen rechtswidrigen und nichtigen Verwaltungsakt. Kommen wir nun zu den Rechtsfolgen der Rechtswidrigkeit von Verwaltungsakten. Da gibt es grundsätzlich drei große Gruppen. Erste Folge, ja, ist, dass der Verwaltungsakt grundsätzlich nach § 79 Verwaltungsverfahrensgesetz anfechtbar und somit unter Umständen aufhebbar ist. Ja. Anfechtbar per Anfechtungsklage beispielsweise. Und wie das Ganze vonstatten läuft mit der Anfechtungsklage, mit den anderen Klagen, da werden wir in den nächsten Folgen, vor allem im Verwaltungsprozessrecht, dann dazu kommen. Da werde ich jetzt nichts mehr weiter zu sagen. Zweitens ist es so, dass die Behörde den rechtswidrigen Verwaltungsakt nach Paragraphen 48 fortfolgende Verwaltungsverfahrensgesetz aufheben kann. Na, da gibt es verschiedene Methoden, zum Beispiel die Rücknahme oder den Widerruf. Mit diesen Maßnahmen kann die Verwaltung den Verwaltungsakt aufheben lassen. Dazu werden wir auch in den nächsten Folgen was sagen. Heute geht es mir vor allem darum, zu zeigen und zu erörtern, wann denn ein Verwaltungsakt nun nichtig ist, ja, denn ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der kann dann, ja, aufgrund eines besonders schweren Fehlers als von Anfang an nichtig sein nach Paragraph 44 Verwaltungsverfahrensgesetz. Paragraph 44 Verwaltungsverfahrensgesetz beschreibt, wie die Nichtigkeit eines Verwaltungsaktes zustande kommt. Wie bereits gesagt, Nichtigkeit ungleich Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsaktes. Ganz, ganz wichtig. Wie prüfen wir jetzt den Paragraphen 44 Verwaltungsverfahrensgesetz? Wie prüfen wir, ob ein Verwaltungsakt nichtig ist oder nicht? Ganz, ganz wichtig. Dort gehen wir wie folgt vor. Wir haben eine folgende Prüfungsreihenfolge. Das kennt man vielleicht so ein bisschen von den AGBs aus dem Zivilrecht. Wir fangen nämlich von hinten an, arbeiten uns dann nach vorne durch. Das heißt, wir fangen mit Paragraph 44 Absatz 3 an, gehen dann weiter über Absatz 2 bis hin zu Absatz 1, der dann die Generalklausel enthält. Absatz 3 und Absatz 2 haben eben spezielle Nichtigkeitsgründe bzw. Ausnahmen zu Absatz 1. Diese Prüfungsreihenfolge kennen wir, wie bereits gesagt, beispielsweise aus den AGB. Ein Beispiel zu Paragraph 44 Verwaltungsverfahrensgesetz. B aus Bosnien und Herzegowina, er möchte gerne die deutsche Staatsbürgerschaft erlangen und hat auf der Einbürgerungsversammlung auch schon erklärt, dass er das Grundgesetz wahren und die Bundesrepublik Deutschland zu achten und zu beschützen wissen wird. Der Bürgermeister erklärt den B zwar für eingebürgert, versäumt es aber, dem B eine Einbürgerungsurkunde zu überreichen. Ist der Verwaltungsakt nichtig? Wie gehen wir vor? Wir gehen vor, indem wir zunächst einmal den Paragraphen 44 Absatz 3 Verwaltungsverfahrensgesetz durchprüfen und schauen, ob hier unter Umständen ein Hinweis darauf sein könnte, warum hier der Verwaltungsakt nichtig sein könnte. Und wenn wir uns das Ganze angucken, dann werden wir schnell feststellen, okay, da ist nichts von hier für uns relevant. Das heißt also, hier können wir ein dickes, fettes Minus hinsetzen. Dann geht es weiter mit Paragraph 44 Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz. Und da können wir gerade mal anfangen zu lesen. Absatz 2. Ohne Rücksicht auf das Vorliegen der Voraussetzungen des Absatz 1 ist ein Verwaltungsakt nichtig, der schriftlich oder elektronisch erlassen worden ist, die erlassende Behörde aber nicht erkennen lässt. Das trifft hier nicht zu, denn nach einer Rechtsvorschrift nur durch die Aushändigung einer Urkunde erlassen werden kann, aber dieser Form nicht genügt, ja, das könnte für uns hier in Betracht kommen. Ja. Nummer 2 könnte hier in Betracht kommen. Wie sieht denn das grundsätzlich aus bei dem Erwerb einer Staatsbürgerschaft? Das können wir in Paragraph 16 Staatsangehörigkeitsgesetz nachlesen. Den müsst ihr jetzt nicht unbedingt kennen, aber
ihr solltet euch ihn angucken, zumindest im Internet, falls ihr jetzt den hier gerade nicht vorliegen habt. Ich lese vor, was der besagt. Paragraph 16 Satz 1 Staatsangehörigkeitsgesetz. Die Einbürgerung wird wirksam mit der Aushändigung der von der zuständigen Behörde, Verwaltungsbehörde, ausgefertigten Einbürgerungsurkunde. Heißt also, dass für die Einbürgerung eine Einbürgerungsurkunde erforderlich ist. Eine solche Urkunde lag hier aber nicht vor. Der Bürgermeister hat HTMB zwar für eingebürgert erklärt, hat ihm aber keine Urkunde gegeben. Somit ist der Verwaltungsakt hier nach Paragraph 44 Satz 2 Nummer 2 nichtig. Aufgrund dieses schwerwiegenden Fehlers, der hier ergangen ist. Da wir jetzt den Paragraphen 44 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz nicht geprüft haben, das ist die Generalklausel, hier nochmal die zwei Prüfungspunkte, die da in Betracht kommen. Das ist zum einen der schwerwiegende Fehler und zum zweiten, dieser Fehler muss offensichtlich sein. Ja, man hätte auch hier bei unserem Fall auch auf Paragraph 44 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz schielen können. Damit wären wir hier auch durchgekommen. Ja, schwerwiegender Fehler, dass keine Urkunde ausgereicht wurde, das ist ganz klar. Und dieser Fehler ist natürlich auch offensichtlich für den Bürgermeister. Das muss er verhindern und erkennen. Dementsprechend würden wir hier auch über Paragraph 44 des Einzelverwaltungsverfahrensgesetzes eine Nichtigkeit ja, dieses Verwaltungsaktes durch den Bürgermeister erkennen. Das war es im Grunde jetzt zunächst einmal zu den groben Rechtsfolgen der Rechtswidrigkeit eines Verwaltungsaktes und vor allem auch, wann ein Verwaltungsakt hier grundsätzlich nichtig ist. Das ist nämlich auch ganz, ganz wichtig für uns. Und zwar nur aufgrund von Paragraph 44, den wir hier gerade geschildert haben. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit den bereits angesprochenen Rücknahmen und Widerrufen und auch mit der Heilung von Verfahrens- und Formfehlern und generell, was für Verfahrensvoraussetzungen es gibt. Die sind auch ganz, ganz wichtig. Ihr dürft schon mal gespannt sein und ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ich hoffe, ihr auch. Falls noch Fragen bestehen, bitte wieder unten reinschreiben in die Kommentare. Ich weiß, es ist alles sehr, sehr viel neu gerade und manche Sachen sind auch nicht so einfach direkt durchzublicken. Aber wie gesagt, falls noch Fragen bestehen, unten reinschreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Paragraph 31.